Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2. Lass mich noch bei der Gelegenheit ein bisschen was zu der Videoqualität sagen, vor allem zu dem Flackern. Mir ist aufgefallen, dass von den ersten zwei Folgen abgesehen alles danach auf einmal ein Flackern eingetreten ist, von dem ich immer noch nicht weiß, warum, woher oder wieso das überhaupt jetzt passiert ist. Weil bei meinen Testaufnahmen, die ich vor der ersten Folge gemacht hatte, trat das überhaupt nicht auf und ich wüsste nicht, dass ich seitdem irgendwas geändert hätte, aber trotzdem habe ich seit der dritten Aufnahmesession habe ich irgendwie das Problem, dass relativ häufig irgendwelche Objekte in der Entfernung oder in der Nähe verschwinden und alles ein bisschen rumflackert. Ich habe keine Ahnung, was da genau los ist. Ich habe das Internet, konnte ich leider noch nicht konsultieren, weil ich gerade noch kein Internet habe, seit ich das rausgefunden habe. Ich habe jetzt ein paar Stunden an den Videoeinstellungen rumgespielt und geschaut, ob sich da was bessert, aber es wurde eher noch schlimmer. Deswegen weiß ich da gerade nicht so rat, aber vielleicht kriege ich das Problem noch in den nächsten Folgen behoben, wenn ich wieder Internet habe und dann ein bisschen gucken kann, was da so los ist. Was ist das denn da? Ein Varan? Oh. Na gut, ich sollte nicht so viel labern während ich spiele, aber ich wollte nur sagen, dass mir das aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist euch das früher aufgefallen und ich habe mich schon in Kommentaren entschuldigt. Leute, die sagen, ey, Alter, das Qualität ist ja echt scheiße. Ja, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Aber in den ersten Aufnahmen war das nicht so. Ich sollte nicht reden und gegen Varane kämpfen, das ist nicht gesund. So, ich bin an der Wand, Freundchen. So, was bist du da oben? Ja, super. Ja. Mann, guter Treffer, Mann. Geht doch. Bin ich tot, so ziemlich. Aber wenigstens ist der Varan tot und 120 Erfahrung ist natürlich auch nicht so, wo man lacht, so. Aber weil es eh gerade schon wieder dunkel ist und es wieder das Problem ist, dass obwohl ich die Helligkeit hochgestellt habe und hier relativ gut sehe bei mir, ist das nach einer Aufnahme auch wieder so dunkel. Deswegen werde ich, glaube ich, mal hier dieses Bettchen nutzen, um das wieder zum Morgen machen zu lassen. Einige Leute werden sich denken, ja, ey, Alter, es gibt aber doch ein paar Aufgaben, die du nachts machen musst und es gibt doch eine Umsonstbelohnung, wenn du ganz früh morgens irgendwo hingehst, da sage ich, ja, das weiß ich. Ich guck mal, wie ich das regeln tue. Weil ich würde ja schon die ganzen Sachen auch machen, aber dann muss ich dann halt mal irgendwie nachts rumeiern oder irgendwie mal 0 Uhr aufwachen, irgendeinen Krams machen, wo es ein bisschen besser beleuchtet ist. Und dann die morgendlichen Aufgaben machen. Da muss ich mal schauen, das weiß ich noch nicht so genau. Man kriegt nämlich eine Belohnung, wenn man ganz früh zum Training erscheint. Dann kriegt man von dem Trainer in dem Milizhauptquartier kriegt man dann ein Belohnungstraining gewissermaßen. Oh, ein Piratensäbel. 60 Stärke. Na, das haben wir nicht. Nicht ganz. Wir haben 40? 42. Natürlich, warum frage ich eigentlich? Natürlich haben wir 42 Stärke. Was sollten wir auch sonst haben? Na gut. Ich hoffe, dass euch das mit dem Flackern nicht zu sehr irritiert. Obwohl, ja, wenn ich unter den Umständen spielen müsste, dann würde mich das, glaube ich, total kirre machen. Deswegen das Angucken ist, glaube ich, nicht viel besser. Es tut mir leid, aber ich habe da keine Lösung zu gefunden und hier beim Spielen ist es nicht so, aus irgendwelchen Gründen. So, gehen wir mal hier hinten das Versteck ab. Wir haben ja schon oft über irgendwelche Verstecke geredet, die jeder Gothic-Spieler kennt, aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Ja, ich gehe jetzt hier mal durch diesen Berg an Kisten hier immer weiter. Weil hier hinten gibt es irgendwie einen sehr verlassen aussehenden Ort, bei dem es ein paar Sachen gibt. Zum Beispiel eine Säge. Die wollte ich unbedingt haben, die Säge. Ich habe auch sonst nie Sägen gefunden. Und den silbernen Ring natürlich. Ja, alte Münzen nehme ich auch. Was haben wir hier noch? Ein Erzbrocken. Den wollte ich holen. Wir erinnern uns ja noch an den ersten Teil. Da war ja unsere Handelseinheit waren ja Erzbrocken, weil wir in der Kolonie waren und uns da so viel Erz gab, dass Gold total keinen Wert hatte. Ja, hier ist aber Erz ist viel, viel, viel mehr wert. Also dieser Erzbrocken, den wir gerade gefunden haben, hat, glaube ich, irgendwie einen Wert von 200. Lass mich nicht lügen. 200, tatsächlich. Das heißt, selbst wenn ich den verkaufe, ist er noch immerhin 50 Gold wert oder so. Was schon nicht ganz schlecht ist. Also es ist
Und man kann das natürlich zum Schmieden von Erzwaffen benutzen, aber weil ich nicht so der Schmiededulli bin und weil ich auch nicht in die Lehre gegangen bin bei Meister Harad, glaube ich nicht, dass ich das Erz noch zum Schmieden brauchen werde. What the fuck? Clipping und überhaupt, ja. Und eine Hornmuschel, die nehmen wir natürlich nur mit, die Hornmuschel. Können wir nicht liegen lassen, wird die schlecht oder so. So, dann gehen wir mal hier hin. Jetzt habe ich hier hinten auch ein bisschen erforscht. Auf das Schiff der Paladine darf ich wahrscheinlich nicht drauf, deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht hingegangen. Da gehen wir vielleicht mal anders nochmal hin. So, ich erinnere mich, wir sollten für Farim, sollten wir noch mit jemandem reden, der ein bisschen Einfluss bei den Paladinen hat, dass er ein bisschen Schutz kriegt und dafür verkauft er auch seine Fische. Deswegen gehe ich jetzt mal hier wieder die Rampe hoch und rede mit Martin. Der scheint ja als Lager- und Proviantmeister so ein Ich bisschen werde mich Einfluss bei den damit Paladinen zu anfreunden. haben. Was hätte er auch Steht ja sonst immerhin tun auch in sollen? einem Lager, wo sonst nur Ist das Paladine wirklich stehen. wahr? Deswegen denke Meine ich, quatsche Gewissen ich mal mit darf ihm nicht darüber. hier liegen. Vielleicht weiß er da ja irgendwas. Erzähl mir nichts. Außerdem ist er ja ein netter Typ. So. Martin, Was hat er da vor? ich habe hier mit dem Fischer geredet und. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Okay, gut, vielen Dank. Dann können wir gleich nochmal mit Farim reden. Der Fischer. Oh, fang jetzt nicht an, hier rumzuhacken. Willst du Hey. dich zum Fellern werden? Ich habe mit dem Lagermeister Martin geredet und deswegen. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Aquamarin. Na oh, gut, vielen Dank. Hättest du auch behalten können. Ich meine, du brauchst, glaube ich, Geld dringender als ich. Wo gehst du denn hin? Sehen Sie die Paladine, wie sie einen freundlichen Morgen-Jogging-Spaziergang ablegen? Müssen auch fit bleiben, ne? Ich meine, die so die ganze Zeit hier Schwerter rumschwingen im Lagerplatz da oben ist ja auch ganz schön anstrengend. Da muss man auch ab und zu mal ein bisschen joggen gehen, ne? Wäre mir da nicht so sicher. Von selbst ist Gut, er da nicht draufgekommen. dann, was wir Das noch höre ich machen zum können, ist, ersten wir Mal haben ja aus deinem Hinweise Mund. gekriegt aus diversen Quellen, Das kann ja dass nur wenn man Zufall hier sein. von der Kaimauer nach Und die rechts immer weiter anderen? schwimmt, dass man dann an einen Strand kommt, wo irgendwie ein Ich habe das nicht Piratenhandels- und gesehen. Umtauschplatz Das hätte ich ist. dir vorher sagen Deswegen müssen. werden wir jetzt, glaube ich, mal eine kühle Verdammt, du hast mich Spritztour ins angelogen. Wasser unternehmen. Kann er ja mal irgendwie von da ins Wasser springen, einfach so, weil ich's kann. Banzai, hui! Ja, cool. So, dann schwimmen wir da hinten. Was ist hier los? Fackel? Huch, ist ein Durchgang. Und eine Tür. Aha. Eine rostige Axt hängt da in der Luft. Was haben wir denn hier noch Nettes? Ratten. Ah, ich hasse Ratten. Was noch eine? Ich sehe dich doch. Pfeile, ich wollte eigentlich lieber die Ratten plündern. Nichts zu holen. Na gut, so. Da ist nichts zu holen. Vielleicht könnte ich mir mal ein bisschen Licht machen gleich. Huch, da ist noch eine Ratte. Ich sehe dich. Auch wenn es hier ziemlich dunkel ist. Beleuchtung ist hoch. Noch eine. Die Beleuchtung hier ist nicht ideal, aber ich habe doch bestimmt ein paar Fackeln. Kann ich mal hier ein bisschen Licht machen? So. Eine rostige Axt, ein rostiges Schwert und haben wir doch irgendwas Rostiges? Hier geht's nicht weiter, wie es aussieht.
Aber da war eine Tür, wo die Ratten rauskamen. Bin ja mal gespannt, was hier ist. Na, was haben wir hier? Eine Truhe, okay. Ein Regal mit einem Trank, da nehme ich mit. Da nehme ich nicht, kenne ich nix. Eine Belia-Statue. Ich werde bestimmt zu Belia beten, zu dem bösen Gott. Wir beten zu Innos. Das wird Innos, wird das bestimmt nicht gut heißen, wenn wir auf einmal anfangen, zu Belia zu beten. Aber die Truhe kann ich mir bestimmt mal angucken. Wir können da jetzt Schlösser knacken. Du verbrennst die Truhe gerade, Mietz, aber ich wollte es nur sagen. So. Korakons Silber. Korakon war der Wirt in der Taverne und dem wurde auch was geklaut. Und Jagdbogen. Bosbos Jagdbogen. Ah, ja. Das ist irgendwie ein Lager der dreckigen Diebe, die Bosbos bestohlen haben, unseren Meister. Das ist ja interessant. Aber wenn die Diebesgilde hier irgendwie sein sollte, das ist ja gefährlich bestimmt für uns. Wir sind ja nur ein kleiner Fisch und noch gar nicht so gefährlich. Ich meine, wir haben jetzt immerhin Attila umgebracht, der wahrscheinlich von der Diebesgilde geschickt wurde, um uns umzubringen. Aber so mächtig sind wir jetzt auch noch nicht. Vor allem haben wir keine gute Rüstung. Vorne steht doch jemand. Na, ich gehe erstmal hier hin. Was haben wir hier denn, Hübsches? Nix, ein paar Säcke. Wahrscheinlich mit verrostetem Rattenfleisch. Wir brauchen einen richtigen Schlüssel. Na gut. Mir ist das nicht ganz geheuer hier. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ja, ich bin hierher gekommen, weil... Ich habe Attila umgelegt. Er hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei. Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Das haben schon viele gesagt. Was ist das hier unten eigentlich? Und vor allem... Was machst du hier in diesem dunklen, nassen Loch? Ich wohne hier. Noch so eine dumme Frage und ich schneide dir ein Muster ins Fleisch. Ja, du bist ganz aggressiv und so. Ich sehe das schon. Willst du mich zum Anführer bringen lassen? Was bringt mir das denn? Da stellen die mir doch nur eine Falle. Na gut, aber dann führe mich zu deinem Anführer. Bring mich zu deinem Anführer. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter und versuch nicht, mich reinzulegen. Das würde mir noch nie im Traum einfallen, jetzt wo du mit dem Rücken zu mir stehst. Aber ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen mit denen mitspielen, weil ich kenne mich unten nicht aus und der scheint ein ziemlich gefährlicher Typ zu sein, so wie der redet. Und ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Kollegen von ihm gibt. Da hinten ist zum Beispiel noch einer, der da rumsteht. Deswegen werde ich erstmal irgendwie wo mitspielen müssen und nicht sagen, ich mache euch alle kaputt, weil dann kriege ich wahrscheinlich einfach bloß auf die Schnauze. Wo ist denn dein Chef da? Hey, du! Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Du sagst, ich kann euch beitreten, aber... Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich da nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Und was sind diese Regeln? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Und wie genau soll das passieren mit den Beweisen? Wie muss ich mich beweisen?
Willst du uns nun beitreten oder nicht? Ich würde gerne wissen, auf was ich mich einlasse. Passiert denn irgendwas, wenn ich erwischt werde? Holt ihr mich dann raus? Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Na gut, so kann man das natürlich auch sehen. Was genau kann ich denn bei euch lernen? Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Ich bleib lieber der Elefant im Porzellanladen und kein geschickter Typ. Sind ja in der Stadt sind ja jede Menge Leute verschwunden. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Ja gut, also das wieder von euch. Dann, wer seid ihr eigentlich? Deswegen... Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Ja, natürlich bin ich da direkt dabei. Es klingt ja alles sehr nett und so. Okay, ich bin dabei. Gut. Du bekommst eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Wenn du von uns lernen willst, steht dir das frei. Dann, wie muss ich mich denn jetzt beweisen? Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Na, schauen wir mal. Ich will mal noch mit diesem anderen Typen da reden. Ramirez. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir nichts beibringen. Du weißt schon alles über Schlösserknacken. Du musst nur noch geschickter werden. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Hat eigentlich irgendeiner von euch den Schlüssel für diese eine verschlossene Tür, die wir unten gefunden haben? Vielleicht können wir da nochmal mit Jesper drüber quatschen. Hey! Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Willst du lernen, wie du dich lautlos bewegst? Kostet dich allerdings 100 Goldstücke. Nee, vielleicht später. Anscheinend muss ich mich erst beweisen, bevor wir über diese Tür reden können. Ich hätte gerne Schlüssel für diese Tür. Ach, ich wollte ja gar nicht nach oben. Ich wollte eigentlich noch weiter schwimmen. Das war ja hier nur, weil ich mich wieder hab ablenken lassen von irgendwelchen Sachen, die hier sind. Deswegen gehe ich mal lieber hier wieder vorne raus und schau mal nach, was ist passiert, wenn wir da weiter schwimmen. Denn wir suchen immer noch nach den ganzen verschwundenen Leuten. Aber ich kann, glaube ich, mal gleich die Fackel löschen, wenn ich hier wieder raus bin. Im Wasser brennt die, glaube ich, nicht so gut. Bin mir nicht sicher, warum, aber können wir vorstellen, im Wasser brennt die nicht. So, Fackel. Alles gut. Dann geht's weiter. So, jetzt hier nach rechts schwimmen wieder. Da haben uns ja schon einige Leute was von erzählt, deswegen sollten wir das, glaube ich, jetzt mal machen. Aber anscheinend kommen wir nur so weiter in Bezug auf die verschwundenen Leute. Eine Klappmuschel. Haben wir noch was? Huch, da war was. Steintafel. Oh, ich hab's übersehen. Was ist da los? Und eine Hornmuschel. So, haben wir noch was? Irgendwie so ein Lager wieder.
Jetzt haben wir den hinten aus einem Feldnöterich. Ich sehe ihn genau. Da, los, komm. Kann zwar keine Tränke brauen, aber ich nehme nicht trotzdem mit, Freundchen. So. Die Fische kann ich mal da liegen lassen. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele Fische. Obwohl, vielleicht kann ich mir irgendwie Fischsuppe kochen oder sowas, dass ich da irgendwie was mich mitteilen könnte zum Beispiel. Dann wären die wieder interessant, aber zurzeit nicht so besonders. Fisch. Fisch. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf den? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir nochmal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Nein, aber anhand deiner Kleidung würde ich sagen... Du bist ein Pirat. Ja, verdammt, das siehst du doch. Und den genervst du noch dazu. Ich könnte vor Langeweile noch in die Planken meiner Kogge beißen. Aber, gab's hier schon immer Piraten auf Korinnes, oder? Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt dadurch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Tja, warum ich überhaupt hier bin? Ich bin Gerüchten nachgegangen und generell... Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Ah, verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Ja, du sprichst von jemandem, aber... Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Aber es gibt ganz viele Banditen, deswegen... Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnes finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nein. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Dexter. Auch ein ehemaliger Bewohner des alten Lagers und ein Typ in einer roten Rüstung und... Greg, den wir schon mal getroffen haben, hat ja auch nach einem Typen in roter Rüstung gesucht, der mit dem Buchstaben D anfängt. Aber dann erzähl mir jetzt nochmal... Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Na gut, wir sprechen uns später noch, glaube ich. Aber wie es aussieht, muss ich Dexter mal einen Besuch abstatten. Und ihm sagen, dass Leute entführen voll nicht im K ist. Okay? Ist das deine Truhe, Skip?
Ich gehe mal hin. Anscheinend ist es nicht seine Truhe, gut. So. Und jetzt haben wir hier ja schon irgendwie so ein kleines Secret gefunden mit so einer Bucht hier. Deswegen würde ich sagen, schwimmen wir einfach nochmal weiter und schauen, was da als nächstes passiert. Und siehe da, wir haben hier noch eine Bucht, aber leider kommen wir von Wasser aus da nicht hoch, glaube ich. Naja, immer wenn wir versuchen zu springen, dann tauchen wir stattdessen. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Punkt, wo man unbeabsichtigt hoch kann. Aber ich wüsste auch nicht, ob in dieser Bucht irgendwas Besonderes ist. Vielleicht ein paar Pflänzchen, aber ich glaube nicht, dass irgendwas Wichtiges ist. Nee. Tauchen wir immer. Ja. Jedenfalls, hier gibt es noch eine Bucht und schwimmen wir mal weiter und gucken, was passiert. Und damit hätte jetzt wohl niemand gerechnet. Es gibt noch eine Bucht mit einem kleinen Schiffswrack, das wir jetzt besuchen. Ich höre wieder einen Varan schnaufen. Ich höre dich doch, Freundchen. Ich drück dich an die Wand und dann mache ich dich kaputt. Nein. Nein, weiter. So. Ach, kannst dich mal da hinten ausweichen. Oh, ich soll dich auch noch so schlagen. Puh. Zähe Mistviecher, die Viecher. Was habe ich noch? Ich habe noch eine Heilung. Danach habe ich noch 400er Heilung. Na gut, aber ich habe ja ungefähr 200 Lebenspunkte, dann kann ich ja noch einmal die Heilung benutzen. Wie so. Da ist noch ein Mistvieh. Ob das keine Wand und ich das gegendrücken kann. Vielleicht da an der Seite. Oh, was steht dafür blöd? Vielleicht wenn ich jetzt hier von hier komme. Nein. Ich wollte keinen Doppelschlag machen. So, weiter, weiter. So, jetzt gehen hier. Nein. Fuck. Ich will keine scheiß Kombination, wenn man die irgendwie abstellen könnte. Mich interessiert immer nur der erste Schlag davon, wenn man so einen kleinen Schritt nach vorne geht und den Gegner anschlägt. Fällt mir eigentlich ganz gut. So, jetzt aber. Tja, das war's mit dir, du Mistvieh. Hornmuschel. Oh, das war eine Steintafel. Cool. Was die Steintafeln machen, erkläre ich, wenn wir damit was machen können. Zurzeit haben wir die bloß gefunden. Ja, ich kann da mal ins Inventar gehen und kurz zeigen, haben wir schon einige gefunden. Da stehen immer so Sachen drauf, aber im Moment, wenn ich das versuche zu benutzen, zum Beispiel das hier. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, ja. Wir können nämlich nicht lesen. Ja. Also die Steintafeln zumindest nicht. Wir können normale Sachen lesen, aber halt nicht diese Sprache beherrschen, die da auf den Steintafeln ist. Huch, hier ist eine Truhe. So, Pfeile. 250 Goldmünzen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Dann haben wir, glaube ich, auch alles abgesucht. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr, oder? Ist hier unten in dem Schiff noch was? Hallo? Schiff? Schiff? Nee. Gut. Dann können wir doch wieder zurückschwimmen. Eine weitere Bucht gibt's nicht.
Es gibt noch einen anderen Ort, den wir mit Schwimmen erreichen können, aber das, da kommen wir wann anders hin, glaube ich. Erstmal würde ich jetzt gerne in die Stadt zurückgehen und mit Baltram reden. Baltram hat ja anscheinend irgendwie ganz schön viele Geschäfte am Laufen, ja, ist normaler Händler. Darüber hinaus arbeitet er noch für den Ring des Wassers, ja, wir haben ja, als wir den Ring des Wassers Erkennungszeichen anhatten, mit ihm geredet und dann hat er das erkannt und hat dann Ablösung für Laris besorgt, damit Laris mit uns zur Taverne gehen konnte. Und anscheinend macht er auch irgendwelche schmierigen Geschäfte mit Piraten. Das ist schon ein sehr polyvalenter Typ, dieser Baltram, wie so aussieht. Ach, schwimm weiter, komm. Nicht laufen. Und jetzt pisst es auch noch. Ja, als ob wir nicht schon genug durchgenässt wären. Jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Na gut. Aber wir haben ja jetzt Bosbos Bogen, den können wir ihm zurückbringen. Und Korragon können wir, glaube ich, sein Silber noch zurückbringen. Das ist doch schön. Und jetzt haben wir die Diebesgilde rausgefunden. Ich bin aber gespannt, ob wir jetzt mit Lord André reden können. Und ihm sagen können, dass es eine Diebesgilde gibt, die sich in der Kanalisation versteckt. Das fände ich interessant. Obwohl er sagt, dass falls wir das Versteck gefunden haben, müssten wir sie auslöschen. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart für uns. Weil ich denke schon, dass das ziemlich starke Typen sind, die uns wahrscheinlich wieder mit einem Schlag umhauen, so Trottel wie wir sind mit unserer schwachen Rüstung. Eigentlich müsste ich mir mal eine bessere Rüstung besorgen. Ja, eigentlich müssen wir mal eine bessere Rüstung besorgen. Aber um mir eine bessere Rüstung zu besorgen, müsste ich mich einer von den Gemeinschaften anschließen. Das habe ich ja bisher immer vor mir hingeschoben, weil ich mich da noch nicht so richtig entscheiden konnte. Aber langsam wird es, glaube ich, da mal Zeit, weil wir brauchen langsam mal besseren Rüstungsschutz, weil zurzeit ist das ja echt kein Spaß mehr manchmal bei manchen Gegnern. Da werden ja immer schon halb umgehauen von irgendwelchen dummen Wagen oder Lurkern, so wie wir vor ein paar Folgen gesehen haben. Deswegen bräuchte man eigentlich mal irgendwie eine bessere Rüstung als diese Lederrüstung. Hm. Naja, erstmal bringen wir Bosspa seinen Bogen zurück. Chef! Da bist du ja wieder. Joa, ich hab deinen Bogen gefunden. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ja, ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein. Nein. Ich hab sowas schon öfter gemacht. Mhm. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Klar. Ich hab so einiges gehört. Ich weiß auch noch nicht, ob wir uns versuchen, der Diebesgilde zu beweisen. Da müssen wir Konstantino seinen Ring abnehmen. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Konstantino umhauen, dann mal den Vergessenzauber anwenden. Wir haben immer noch den Vergessenzauber, den wir mal ausprobieren sollten, für diesen einen anderen, ein bisschen durchgedrehten Alchemisten. Übrigens, ich war in einem dunklen Loch und dort habe ich was gefunden, nämlich... Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Ich krieg ein Bier als Belohnung. Du bist ja auch ein Held, Korragon. Naja, aber immerhin, es ist Korragons Spezialbier und es bringt mir 3 Lebenspunkte und 1 Mana. Deswegen zum Wohl. Gut. Ja, aber was wir weitermachen, das sehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Flacker sich wer kann und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!